Bruno Spengler, 26 Jahre alt, Franco-Kanadier. 2010 ist seine sechste DTM-Saison für Mercedes-Benz und noch nie hat ein Jahr besser für ihn angefangen. Platz 2 beim Saisonauftakt in Hockenheim, Platz 2 beim Hitzerennen im spanischen Valencia. Spengler ist glücklich, wirkt entspannt. Spengler führt nach 2 Rennen die Fahrerwertung an. Das erste Mal in seiner Karriere. Auf jeden Fall ist es ein sehr schönes Gefühl, Erster in der Tabelle zu sein nach 2 Rennen. Ich habe immer sehr viel Pech gehabt in den ersten 2 Rennen von Meisterschaft. Von daher, das ist schön. Im Mercedes-Benz-Lager besitzt der Mann mit der Startnummer 4 ein hohes Ansehen. Seit Jahren bringt er Top-Leistungen. Natürlich ist es immer gut, ein paar Punkte mehr zu haben. Aber das kann sich sehr schnell ändern. Sicher hat der Bruno einen guten Job gemacht. Spenglers letzter DTM-Sieg liegt 3 Jahre zurück. Norrisring 2007. Für den ehrgeizigen Publikumsliebling ein viel zu langer Zeitraum. Dennoch, mit seiner Erfahrung weiß Spengler, Siege sind in der DTM nicht das Wichtigste. Konstanz ist der Schlüssel zum Erfolg. Es ist wichtig, Punkte zu sammeln und dann, wenn der Sieg kommt, der kommt. Aber muss man nicht nur über Sieg warten, weil wenn man wartet zu viel, der kommt nicht. Und einfach sich weiter konzentrieren für jedes Rennen neu und dann schauen wir, wo wir sind am Ende des Jahres. Bruno Spengler. 2010 ist seine 6. DTM-Saison für Mercedes-Benz. 6 Jahre war er der Jäger. Am Eurospeedway Lausitz ist er erstmals in seiner Karriere der Gejagte.